At Peace und willkommen zu einer neuen Folge Lords of the Fallen. Und wir wollen uns jetzt mal hier diesem Boss widmen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es der Boss ist. Was? Nee, lass mal, Digga, lass mal. Einfach mal, lass mal, ne? Hier, so was kannst du haben. Eieieiei. Nee. Mein Freund? Nee. Einfach nee. Einfach mal nein. Ja, okay. Könntest du? Ja. Ja. War jetzt super. Oh yeah. Das hat mich jetzt sehr getroffen. Was machst du? Was? Ach nö. Nö, nicht schon wieder. Für sich jetzt nicht so nervig. Weil er auch einfach oft nicht trifft. Oder mal sowas macht. Oh, da trifft er mal. Ja, ich mache zu viel nicht Schaden irgendwie. Das ist natürlich blöd. Ach, nicht schon wieder. Ich kann auch schlagen. Aber ich mache zu wenig Schaden. Warum mache ich so wenig Schaden? Meine Waffe ist eigentlich ziemlich gut. Alter, der rollt einfach nicht weg. Was soll denn das? Alter, hörst mal auf mich. Und nimmst mal dein Tränkchen. Weißt du was? Hier. Fick dich wieder. Okay, Gift schadet ihm schon ein bisschen mehr. Als das noch bei anderen Gegnern war. Ja, einfach mal in den Arsch treten. Ja, ich dir nicht. Oh, Junge. Junge, er soll die Sprungattacke machen und macht sie einfach nicht. Der Boss ist nervig, weil er einfach auch zu viel aushält irgendwie. Hey! Alter, du... Warst du schon gar nicht mehr am Schlagen, Junge? Was soll das? Eieieiei. Nein! Okay, der wird 3 Tage dauern hier. Bei dem Schaden, den ich mache. Yeah. Hier, Junge. Hast noch ein bisschen Gift. Oh, das wieder. Warum ist der so nervig? Warum mache ich so wenig Schaden? Oh, ich bin ja ganz toller. Ah, oh, schon wieder nicht die Sprungattacke. Gibt's denn das? Das ist ja Mobbing. Das Spiel mobbt mich. Und da kam ich wieder nicht weg. Oh, nur noch 2 Heiltränke, Alter. Oh, nicht das schon wieder, ey. Das ist schon ein bisschen nervig. Okay, ja, ja. Lassen wir uns einfach mal treffen, ist okay. Die Attacken zu studieren ist einfach schwer. Also manchmal macht er dann sowas und mal nicht und weiß ich nicht. Er ist ein sehr unangenehmer Gegner. Aber nicht wirklich schwer irgendwie. Aber er ist nicht gut zu berechnen, sag ich mal.
Ach, hör doch auf. Lass mich doch mal trinken, du Arschloch. Mann, Mann, noch ein Heiltrank. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Weil ich den kaum Schaden mache. Mann. Warum mache ich so wenig Schaden? Das gibt's doch nicht. Warum komme ich von den Attacken nicht weg und warum macht er die Sprungattacke nie? Ja, das schaffe ich nicht. Mein letzter Heiltrank. Das wird nix. Oh, das hier macht er sehr gerne. Irgendwie. Mir wäre es lieber, wenn er auf das mal treten würde. Das geht nämlich immer schön daneben. Dem er auch einfach mit seinen Attacken mehr die ganze Energie abzieht. Ja, das ist gut. Das ist nicht so gut. Nein. Du darfst mich nicht treffen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Den schaffe ich niemals. Oh, Junge. Das wird nichts hier. Yeah. Und mich auch mal davon treffen lasse. Und davon. Weil er einfach nicht weggeht. Ne, dann ist die Kamera so kacke. So, Arsch. Ja, das war's. Den schaffe ich nie. Alter. Wie soll ich denn den schaffen? Ich mache ja gar keinen Schaden. Den kriege ich doch nie hin. Alter, und wo starte ich jetzt hier wieder? Wo ist das denn da wieder? Oh, Gottes Willen. Ja. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf diesen Boss. Ich kann höchstens hier versuchen. Da bräuchte ich jetzt aber einen Schmied. Ich weiß nicht, wo ich einen finde. Ich hätte noch eine Strategie vielleicht. Und zwar diese hier. Hm. Irgendwie gefällt mir diese Waffe hier. Die hat gute Kombos. Vielleicht versuche ich es mal damit. Die ist irgendwie nice. Die ist irgendwie sehr nice, sehr schnell. Was habe ich da jetzt für eine Waffe? Glut. Glut. 300 kritischer Schaden. Ja, das ist natürlich das Ding. 300 kritischer Schaden. Und dafür aber null Skalierung, ne? Lauf, mein Freund. So, und schon verwende ich wieder Heiltränke, die ich leider mal eher nicht. Yeah. Ja, mein Freund. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal alles auf dem Weg platt gemacht. Dann hole ich mir erstmal wieder 100% Heilung. Bevor ich da wieder reingehe. Ja, aber gegen den wird es schwer. Dieser Boss ist nervig. Ja, ich bräuchte hier noch irgendwelchen Zeitschaden oder so. Ich kann ja hier irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht. Dings. Wo der nächste Amboss war. Jetzt hätte ich gesagt, komm. Machen wir das mal. Suchen wir uns einen Amboss. Aber ich weiß nicht, wo einer war. Also. So.
er macht erstmal wieder das hier, genau. So. Guck mal, ich kann auch den schnell. Oh ja. Oh ja, die Waffe gefällt mir. Ah ja, ja, natürlich. Ja, hm. Ach nö, nicht schon wieder. Einfach nicht schnell genug dann weg von ihm. Ja. Sag mal, habe ich Feuerschaden auf den oder? Kann das sein irgendwie? Nee, ne? Der brennt einfach nur so, glaube ich. Weil er ist Feuermeister. Ah, ich bräuchte halt eigentlich mal noch Giftschaden auf der Waffe. Also Blut gefällt mir schon mal. Von Damage. Alter! Alter, ich hatte mein Schild oben. Wozu drücke ich die Taste? Mann. Ah, der ist halt nervig. Der ist richtig nervig, weil der so unberechenbar ist. Denkt, er macht eine Attacke, dann macht er aber eine ganz andere. Alter. Alter. Wieso kann ich dem nicht ausweichen, Junge? So, jetzt warten wir erstmal, wird er seine Schlagabfuhr gemacht. So, dann können wir wieder nicht ausweichen. Ja? Und sind wieder tot. Alter, ich hasse diese Scheiße. Okay, gegen den habe ich keine Chance. Da kann ich machen, was ich will. Ich kann dem nicht gut ausweichen. Ich bräuchte einfach mal einen scheiß Amboss. Ich weiß aber nicht, wo einer ist. Kann ich mal hier lang gehen? Aber hier ist ja auch nichts weiter als... Na, der Tod. Alter, fick dich. Hm. Okay, wo war ein Amboss? Ja, nerv du mich mal. Oh, hier hast du einen Freund zum Spielen. Ja. Klappt ja super. Ah, ich brauche mehr Energie, ey. Wir könnten mal hinten lang gehen. Da war zwar dann, glaube ich, noch ein Magier irgendwo. Aber gut. Was macht diese Waffe hier eigentlich? An. Mist. Ich wollte jetzt testen, wie der Backstep hier aussieht. Oh, Junge, triff ihn doch mal. So, so ist fein. So, da ist er. Ich will ja eigentlich nur... Da war doch... Hallo? So, wo muss ich denn lang? Hallo? Hier. Und dann gehe ich mal da runter. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ah, gut. Oh Gott. Lang gehen. Verdammt. Wo kam ich denn wieder zum Amboss? Ah, ich glaube hier lang. Hier lang sieht gut aus. Ja. Aber ich heile mal. Ich glaube, da war nochmal so ein Magier, ne? Genau.
Weil die Waffe gefällt mir ja, aber ich hätte halt gern noch irgendwie. Zeitschaden drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine Urne habe. Könnte ich ja direkt mal gucken. Feuer. Dürfte gegen ihn jetzt nichts bringen. Gewöhnliche Giftrune. Ja. Ich guck mal, ob ich eine bessere kriege. Ansonsten halt Feuer. Nö, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Weißt du? Penner. Ach ja. Versteckt er sich ja wieder da. Könnt ihr auch mal das versuchen? Alter, willst du mich jetzt völlig verarschen? Was soll denn die Scheiße? Wo kommst denn du jetzt noch her? Alter. Verfolgt der mich hier so weit? Dass das fette Feder auch noch ankommt. Alter, ne? So haben wir nicht gerettet. Ja. Seh noch, komm, ich sterbe gleich. Was singelt der Runde klein? Alter. Natürlich konnte ich jetzt nicht ausweichen. So, aber ist egal. Wir können erstmal hier. Ich grüße. Ja. Gut, der kann uns ja auch noch irgendwo hinbringen. Achso. Ja, komm. Kraft. So, Glut. Kraft. Was macht das? Ja, physischer Schadenbonus. Feuerschaden. Giftrune. Da nehmen wir das halt rein. So. Ist jetzt drin? Ja. Gut. Und dann war doch hier noch das Herz. Dann versuchen wir den mal von hier anzugreifen immer. So, noch die letzten paar Dinger gespeichert. Wie wir den nächsten Versuch starten, sehen wir in der nächsten Folge von Lords of the Fallen. Bis dahin, tschüss.